Liebe Internetgemeinde, heute grüße ich Sie recht herzlich aus der Sakristei unserer Eisfelder Dreifaltigkeitskirche. Sakristei, das ist der Vorbereitungsraum für den Gottesdienst. Ich wünsche Ihnen, dass Sie diese Andacht gut vorbereitet auf die vor uns liegende Woche. Alles musizieren, alles sprechen, alles Beten geschehe im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hört als Text für diese Andacht Worte aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2. Christus hat für uns gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund kein Betrug gefunden wurde, der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwidert hat, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden, denn ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Amen. Der heutige Gottesdienst ist in der Sakristei unserer Kirche aufgenommen. Eine Sakristei dient immer als Vorbereitungs- und Gebetsraum vor dem Gottesdienst. Vorbereitungs- und Gebetsanregungen möchte Ihnen auch dieser Gottesdienst geben. Möge unsere Verkündigung Ihnen gute Anregungen geben, um Ihre persönlichen Sorgen und Fragen, aber auch die Fragen Ihrer Familienangehörigen in der Ferne, auch die Sorgen um Ihre Freunde vor Gott auszubreiten. Wir Menschen breiten unsere Sorgen aus vor dem guten Hirten. Aber wer ist der gute Hirte? Herr Pfarrer, Sie sind doch unser guter Hirte. Sie halten doch den Gottesdienst, wenn Sie in die Häuser gehen und mit den Leuten reden. Wenn Sie als unser guter Hirte in der Gemeinde vorneweg gehen mit Ihrem Talar, dann scheint die kirchliche Welt in Ordnung. Liebe Gemeinde, der Pfarrer, der Hirte, der Gemeinde, damit kann ich leider nicht dienen. Von vielen habe ich es zwar schon gehört, diesen Wunsch, doch im 1. Petrusbrief haben wir etwas anderes gehört. Ihr, die Gemeinde inklusive dem Pfarrer, so ist es gemeint, ihr folgt dem Hirten und Bischof, der euch leitet und schützt. Der Hirte und der Bischof, der unser Gebet hört und die Gemeinde leitet, ist niemand anderes als Jesus Christus allein. Er ist unser Herr und Heiland. Er weidet uns auf einer fetten, grünen Wiese des Evangeliums von der Rechtfertigung des Sünders allein aus Gnade. Ganz konsequent lebt er für uns Menschen und blieb diesem verantwortungsvollen Weg treu. Das macht Jesus zum guten Hirten. Er verließ nicht diesen Weg, obwohl dieser Weg ihn in große Schwierigkeiten brachte. Man nahm ihn gefangen, man verurteilte ihn, man verfolgte ihn. Er wurde gekreuzigt und getötet. Aber obwohl er gelitten hat und gemartert wurde, obwohl er gekreuzigt wurde, ist er auch heute der gute Hirte. Denn
Er ist am dritten Tag auferstanden von den Toten. Konsequent hat Jesus seine Hirtenmission weiter verfolgt bis heute. Er ist auferstanden von den Toten, so behütet Jesus alle Menschen und hört unser aller Gebet. Jesus ist nicht nur ein schönes Bild voll idealer Fantasie oder idealer Kunst. Jesus ist unser aller guter Hirte, auch in schweren Zeiten. Er lebt dies gerade auch jetzt, wo unser Leben bedroht ist von kleinen, hässlichen, gefährlichen Viren, die Krankheiten und Tod verbreiten. Er lässt uns nicht allein in Angst vor diesen Virenfeinden, die in uns eindringen und dann quasi zu inneren bösen Wölfen mutieren. Es ist gut, dass Jesus ein wirklicher guter Hirte ist. Denn das Leben von uns Menschen ist ja oft auch ohne Covid-19 keine Idylle. Ich glaube, Jesus ist der gute Hirte in meiner Angst, mich zu infizieren oder in anderen lebensbedrohlichen Situationen. Man kann es sich so vorstellen, Jesus bietet uns von sich aus an, Hashtag, wir sind gemeinsam. Jesus, er ist mehr. Hirte und Bischof unserer Seelen, heißt es in der Luther-Übersetzung von 1984. Geht man verschiedenen Übersetzungsvarianten nach, dann kann man den Bischof der Seelen auch verstehen als den Mentaltrainer oder den Mentalbetreuer des Glaubens. Unsere Aufgabe als Gemeinde ist es auch, diese Mentalbetreuung allen Menschen bekannt zu machen. Auch denen, die Angst haben vor Corona oder anderem. Dabei stellt sich oft die oft diskutierte Frage nach einer neuen Normalität ebenfalls. Denn entscheidend bei einem Problem ist doch immer auch, wie ich damit umgehe. Bedeuten einem Menschen reduzierte Kräfte ein halbvolles oder ein halb leeres Glas? Bin ich in Schwierigkeiten alleine oder weiß ich mich trotz Krankheit oder anderen Lebensproblemen geborgen? Lasse ich es zu, dass Jesus meine Einstellungen zu meinem Leben umkrempelt? Weiß ich mich trotz Infektion und Krankheit und Angst in meinem Herrn Jesus Christus geborgen? Vertraue ich, dass Jesus mich findet, auch wenn ich total den Überblick in meinem Leben verloren habe? Jesus, der Herr meines Lebens, der Betreuer und der Bischof meiner Seele, er lässt mich nie allein. Er ist bei mir. Es ist bei mir. Ihn erfahre ich vor allem in Gebet. Mit dem 23. Psalm in der Bibel kann ich sagen, der Herr ist mein Hirte. Diese Worte stammen aus dem großen Psalm, aus dem Psalm 23 von dem israelitischen König David. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Für Christen ist der gute Hirte immer Jesus Christus. Wir glauben, unser Hirte geht mit uns. Er geht mit uns durch Ängste, durch Einsamkeit, auch durch Covid-19 und darüber hinaus. Wer Jesus vertraut, weiß, Jesus begleitet uns durch die finsteren Täler und Krankheiten und Gebrechen, durch sein Wort, durch unser Gebet. Jesus breitet für uns einen Tisch, auch wenn uns unser Leben Schwierigkeiten macht, wenn wir Glaubensanfechtungen haben oder wenn wir nicht wissen, wie es finanziell weitergehen soll. Jesus gibt uns einen Blick dafür, was für uns nötig ist, trotz Existenzangst, trotz Sorge um den Arbeitsplatz. Jesus führt uns auf rechter Straße. Gerade das Gebet, das hilft, vieles zu sortieren in den vielen Herausforderungen, die unsere Zeit uns jetzt gestellt haben und stellen. Welchen Weg wir gehen sollen, Jesus wird uns und will uns die Augen dafür öffnen. Er will uns die Augen öffnen für das, was wir täglich zum Leben brauchen. Und im Moment scheint es, er lehrt uns zu sehen, mit wie wenig Vergnügung und unterwegs sein man auch glücklich leben kann. Deshalb lassen wir uns von Jesus, dem Hirten und Bischof der Seele, leiten und fürchten wir kein Unglück, trotz einer Pandemie. Er ist vor allem durch das Gebet immer bei uns, Jesus Christus. Er ist bei uns in den finsteren Tälern unseres Lebens. Und ein allerletztes. Petrus hat diese Worte einst an Sklaven und an Herren geschrieben. Er sagte: Alle Christen, Herren wie Sklaven, sind Diener in der Gemeinde Jesu. Auch heute, wir Christen, wir alle, wir sind berufen, dem Vorbild Jesu zu folgen. Er war ein Diener des Evangeliums und hat die Menschen, die ihm nachfolgten, zu Dienern dieses Evangeliums und der Liebe Gottes zu allen Menschen berufen. Lassen wir uns diese Liebe gegenseitig erfahren. Beten wir füreinander, dass die Botschaft des Hirtensonntages, die Misericordias Domini, gemeint ist die Barmherzigkeit Gottes, dass diese zu allen Menschen kommt. Das ist der Auftrag von uns Christen zu aller Zeit. Beten wir, dass alle Menschen diese Liebe Gottes zu allen Menschen persönlich erfahren. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Lass uns beten. Lass dir erzählen, himmlischer Vater, wie es uns geht in diesen Tagen, wo alles so anders ist, so durcheinander, wo die Sonne lacht und wir die Freude vergessen, wo die Natur neues Leben hervorbringt und wir in Ängsten sind. Tröste uns, wie einen eine Mutter tröstet. Lass dir erzählen, himmlischer Vater,
wie es deinen Menschen geht, den Alten in den Pflegeheimen, die nicht mehr besucht werden können, und den Kranken, die meist ohne ihre Lieben in den Krankenhäusern sein müssen. Allen Menschen, die in ihren Wohnungen bleiben müssen und die Einsamkeit fürchten, für sie bitten wir, tröste sie, wie einen eine Mutter tröstet. Lass dir erzählen, himmlischer Vater, wie es deinen Menschen geht, den Kindern, die die Sorge der Erwachsenen spüren, den Jugendlichen, für die Ruhe halten so schwer ist, den Eltern, die jetzt so viele Lösungen finden müssen, alle Menschen, die um ihre Existenz fürchten, für sie bitten wir, tröste sie, wie einen eine Mutter tröstet. Lass dir erzählen, himmlischer Vater, wie es deinen Menschen geht, den Menschen, die sowieso schon am Ende ihrer Kräfte sind, in Flüchtlingslagern und anderswo. Und lass dir erzählen von den vielen Menschen hier und dort, die helfen und nicht müde werden. Für sie bitten wir, tröste sie, wie einen eine Mutter tröstet. Himmlischer Vater, schütte sanft deinen Trost über uns aus. Den Trost, der uns umhüllt und segnet, der uns immun machen kann gegen Panik. Sage zu unseren ängstlichen Herzen, beruhige dich. Sprich zu unseren verzagten Seelen, ja, die Gefahr ist da, aber ich bin bei dir. Und noch dazu, gib uns die Freude wieder an der Sonne, an der aufbrechenden Natur, an den Menschen, die wir lieben, an dir, du Gott des Lebens, damit wir mutig durch diese Zeiten gehen. Amen. Lasst uns beten, wie uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun empfangt den Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Noch ein Nachwort, liebe Gemeinde. 7 Wochen konnten wir uns nur virtuell treffen. 7 Wochen haben meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viel gelernt, um Gottesdienst in den virtuellen Raum zu bringen. Vielen Dank für alle mutmachende Kritik zu dieser Arbeit. Am kommenden Sonntag, den 3. Mai 2020, wird es um 9.30 Uhr wieder einen Gottesdienst hier in unserer Dreifaltigkeitskirche live geben. Ich freue mich schon heute darauf, mit Ihnen zusammen unseren gewohnten Gottesdienst hier in der Kirche feiern zu können. Selbstverständlich werden wir uns
an die vorgegebenen Regeln der Corona-Vorsorge halten. Und wir bitten auch Sie, dies zu tun. Vergessen Sie nicht, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Und nun wünsche ich Ihnen eine gesegnete und behütete Woche voll guter und mutmachender Begegnungen. Ich freue mich schon heute auf unser Wiedersehen am kommenden Sonntag. Auf Wiedersehen!